You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take the words and walk away. Hallo und herzlich willkommen auf Kanal Minecraft. In diesem Video zeige ich dir, wie du kostenlos mit dem PC aufnehmen kannst, und zwar mit NVIDIA Shadowplay. Wenn du kein NVIDIA Shadowplay hast oder keine NVIDIA Grafikkarte hast, kannst du jetzt oben rechts auf die Infocard klicken. Da habe ich noch ein Video gemacht, wie man es halt anders machen kann. So, aber wenn ihr eine NVIDIA Grafikkarte habt und den Treiber als installiert habt, geht ihr unten in der Taskleiste von Windows und öffnet mal hier, dann macht ihr einen Rechtsklick auf dem NVIDIA Logo und öffnet mal den NVIDIA GeForce Enterprise. Das ist die aktuellste Version, die habe ich mir gestern neu heruntergeladen. Und ja, durch angemeldet Minecraft müsst ihr halt angemeldet. Hier sind die Spiele, die ihr habt. Und wenn ihr zum Shadowplay gehen wollt, klickt ihr auf dieses Zeichen. Das ist ein neuer Shadowplay. Und dann erscheinen hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wir können sogar auch mit dem Livestream, aber dafür empfehle ich euch das lieber nicht. Dazu mache ich auch später noch ein Video. Aber ich zeige euch natürlich, wie man aufnimmt. Und zwar kann man hier die Videos anpassen. Das heißt, dass er halt uns aufzeichnet, was zum Beispiel vor 5 Sekunden war, wenn ihr auf den Knopf gedrückt habt, dann ist es wieder halt aufgenommen wird. Und auf Aufzeichnen mache ich auf Starten, natürlich müssen wir heute noch aufnehmen. Und hier könnt ihr Mikrofon anwählen. Ich habe es ausgemacht. Ich habe, wie gesagt, das ausgemacht, weil ich das nicht brauche, weil ich mein Audio mit dem Audio City aufnehme. Und hier könnt ihr die Kamera ein- ausschalten. Und hier könnt ihr mal auf Einstellungen klicken, was ihr natürlich haben wollt. Auf Overlays könnt ihr noch einstellen die Kamera, wo der hin soll. Und zum Beispiel, ob das Symbol angezeigt wird, ob das läuft, habe ich mal an. Und den FPS-Zähler habe ich, machen wir lieber an, den FPS-Zähler. So, und zwar könnt ihr noch Tastenkombinationen öffnen, könnt ihr auch eigene F10 oder so, habe ich zum Beispiel auch aktiviert. Beim manuelles Aufzeichnen und Ausschalten und Speichern habe ich F10, also habe ich immer drin F10. Und ja, so, zurück und fertig. Wenn ihr alles aktiviert habt, könnt ihr jetzt einfach alles schließen, denn ihr braucht das nicht mehr. Dann klickt ihr hier einfach oben auf Escape drücken. Hier könnt ihr es auch schließen, weil es automatisch hier unten tatsächlich offen ist. Also nicht wundern, Bandicam läuft gerade auch auf. So, ich habe mal Minecraft gestartet. So, wir drücken jetzt einfach auf die Taste, die ihr eingestellt habt, einfach F10 zum Beispiel bei mir. Und ihr kennt schon oben links und rechts, natürlich steht die Aufnahme wurde begonnen. Und oben links steht so ein kleines Symbol für ein Video. Das heißt, es nimmt gerade zwei Aufnahmeprogramme gleichzeitig auf. Einmal Bandicam habe ich auf und einmal ein Video. Es läuft lagfrei mit Nvidia. Ohne ich sag euch, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, seid ihr klar im Vorteil. Zum Beispiel durch die heftigen. Ja, das sind alles ganz gut. Ich habe alles irgendwie 60 festgestellt bei Bandicam auch und deswegen nehme ich gerade ein zweites Namen auf und ja, ich kenne euch mal mit die beiden halt. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, möchte ich mich gerne über den Daumen nach oben freuen und vergesst nicht zu abonnieren. Euer Minecraft. Ciao, ciao.